Hallo, ich möchte mit euch Winkel messen. Das heißt, wir haben hier Winkel vorliegen und ihr erkennt, hier ist ein Winkel und der heißt jetzt Alpha. Und wir können jetzt schätzen, was ist das für ein Winkel? Also erstmal die Winkelart und dann sehen wir, das ist ein spitzer Winkel. Und wir können jetzt schätzen ungefähr, wie groß der ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schätzen, sage ich mal, der ist ungefähr 30 Grad. Denn ihr könnt euch ganz gut merken, das hier ist ja immer ein rechter Winkel. Und da passt der Winkel ungefähr dreimal rein. Also ist es ein Drittel von 90 Grad. Und damit ist es dann etwa 30 Grad geschätzt. Wenn wir den jetzt ausmessen wollen, dann nehmen wir uns ein Geodreieck und legen das Geodreieck. Es gibt mehrere Arten, das zu machen. Ich persönlich finde es immer am besten, ihr legt es genau hier an den Scheitelpunkt mit der Nulllinie. Und jetzt dreht ihr das Geodreieck entsprechend rum, sodass ihr das stückweise dreht. Ich mache es ein bisschen kleiner, sonst komme ich da so schlecht dran. Das heißt, ihr habt hier das angelegt mit der 0 Grad, mit der Nulllinie auf den Scheitelpunkt. Und jetzt dreht ihr ganz langsam. Dann seht ihr nämlich auch, jetzt habt ihr 10 Grad ungefähr. Und jetzt seht ihr auch, welche Zahlen ihr nehmen müsst. Die gelben Zahlen, die auf dem Geodreieck sind, oder die anderen Zahlen. Und deswegen 10 Grad. 20 Grad und jetzt dreht ihr so weit, bis ihr bis an den anderen Schenkel herankommt. Der Nullpunkt muss auf dem Scheitelpunkt sein. Jetzt passt es und jetzt könnt ihr hier genau gucken. Schauen wir mal in groß. Und hier könnt ihr jetzt genau ablesen, was das für ein Winkel ist. Und ihr seht schon, 150 Grad kann nicht angehen, also es sind tatsächlich genau 30 Grad. Und dann könnt ihr auch noch mal die Buchstaben üben, also Alpha gleich 30 Grad. Und der Winkel ist ja ein spitzer Winkel. Gut, dann kommt der nächste Winkel dran. Wir nehmen das Geodreieck und legen es wieder mit der Nulllinie genau an und drehen ganz langsam. 10, 20, 30, 40. Noch ein bisschen weiter. Ungefähr so weit. Dann legen wir es jetzt genau an. Die Nulllinie auf den Scheitelpunkt. Und jetzt müssen wir schauen. Machen wir es wieder ein bisschen größer. Jetzt müssen wir genau hier hingucken. Was ist es jetzt? Also, kann es 120 Grad sein? Nein, weil es ja ein spitzer Winkel ist. Also muss es 60 Grad sein. Und jetzt seht ihr, hier sind die 60. Also ist es 61, 62, 63 Grad ungefähr. Also ist erstmal wieder ein spitzer Winkel und dann ist Beta 63 Grad. Gut, dann kommt der nächste Winkel. Wir schätzen erstmal. Ihr seht, es ist auf jeden Fall ein stumpfer Winkel. Und er ist größer als 90 Grad. Das heißt, wir nehmen unser Geodreieck und legen das wieder hier so hier unterhalb an. Und dann drehen wir das Geodreieck so weit, bis wir wieder an der Seite ankommen. Bei euch ist das etwas einfacher, aber hier ist es ein bisschen schwieriger.
die Nulllinie auf den Scheitelpunkt. Jetzt seid ihr genau da dran. Und dann könnt ihr wieder gucken. Und wir müssen hier genau ablesen. Und jetzt ist nämlich die große Frage, welcher Winkel ist es jetzt? Sind es jetzt 60 Grad oder 120 Grad? Und wenn man sich das vorher überlegt hat, dass es ein stumpfer Winkel ist, dass er also größer ist als 90 Grad, dann müssen es also die 120 Grad sein. Also wissen wir, Gamma ist 120 Grad. Hier müssen wir unseren Scheitelpunkt nochmal markieren. Hier auch. Okay, jetzt kommt Delta. Wir wissen wieder, es ist ein stumpfer Winkel. Und wir müssen schätzen, wir können schätzen, wie groß ist Delta ungefähr. Es ist ja mehr als 90. 90 wäre hier. 110, 120, 130, vielleicht 140 Grad. Und dann schätzen wir 140 Grad. Das heißt, wir wissen auch ungefähr, wo wir dann abmessen müssen. Jetzt legen wir es wieder mit der Nulllinie auf den Scheitelpunkt und drehen, bis wir, bei euch geht das besser, ich kann das hier nur ungefähr schätzen, und dann dreht ihr so weit, bis ihr die Nulllinie hier drauf habt und dann könnt ihr wieder ablesen. Das heißt, wir schauen mal, was ist es hier? Sind es 30 oder 150? Und wir wissen, es sind eher 150 Grad und in diesem Fall sogar noch ein Grad weniger, also nur 149 Grad. Jetzt geht es weiter mit den nächsten Winkeln. Und auch hier müssen wir erstmal gucken, was sind das überhaupt für Winkelarten. Das heißt, hier sehen wir, das ist ein überstumpfer Winkel. Und wir müssen wissen, dass Epsilon dann auf jeden Fall über 180 Grad ist. Das heißt, wir können uns hier unsere Hilfslinie einzeichnen, nehmen unser Geodreieck, legen das hier oben drauf. Jetzt haben wir 180 und jetzt, was wir jetzt messen, müssen wir nur zu den 180 Grad dazuzählen. Das heißt, schauen wir uns das in groß an. Hier haben wir jetzt 40 Grad dazu gesetzt, weil dieser Winkel hier ist ja nur ein kleiner Winkel, also zum Beispiel 40 Grad. Und diese 40 Grad, die müssen wir zu den 180 Grad dazu rechnen. Ich gebe euch noch den Tipp, dass ihr auch hier euch die 180 Grad markiert, hier die 40 markiert. Und dann wisst ihr, Epsilon ist dann 220 Grad groß. Und jetzt kommt der letzte Winkel. Wir legen uns das wieder so, dass wir hier den ...180-Grad-Winkel haben. Zeichnen uns unsere Hilfslinie ein. Und können jetzt entsprechend, die Hilfslinie muss lang genug sein, daran müsst ihr immer denken. Und jetzt drehen wir den so weit, bis es hier passt. Noch ein Stückchen. Na, einmal probiere ich noch.
So. Okay, und jetzt können wir gucken. Das ist jetzt schwer zu sehen hier. Wir wissen, wir haben von 0 Grad losgelegt. Es können also nicht die 70 sein. Es müssen also hier die 110 Grad sein. Und jetzt ist unsere Linie ja hier zwischen 110 und 120 Grad. Also sind es jetzt 112 Grad, die dazukommen. Das heißt, wir notieren erstmal, dass es ein überstumpfer Winkel ist. Dann nennt man den griechischen Buchstaben Tau. Das heißt, wir haben hier die 180 Grad. Und hier waren es jetzt 112 Grad. Also sind es 180 Grad plus 112 Grad. Und das ergibt dann 392 Grad. 292 Grad. 292 Grad. Gut, und dann seid ihr fertig mit Messen. Ist gar nicht so schwer, aber man muss sich immer vorher klar machen, es ist ein spitzer Winkel und welche Gradzahlen kann der dann einfach nur haben. Das war's. Euch viel Spaß.